Perfektionismus. Der ständige Zwang, alles perfekt machen zu müssen. Es fühlt sich so an, als wäre da ein zweites Ich. Etwas, das zu mir gehört und doch irgendwie nicht. Es begleitet mich über den ganzen Tag. Manchmal sogar so, dass ich es kaum ertrage. Es flüstert mir zu, du musst besser werden, du musst perfekt werden. Ein Ein- und Ausschalter dafür gibt es nicht. Doch manchmal, da hilft Einsicht. Perfektion ist nicht erreichbar. Egal wie sehr du dich anstrengst, du wirst nie perfekt sein. Denn sie existiert eigentlich nur in deinem Kopf. Denn wenn du etwas als perfekt bezeichnest, ist es nur eine Ansicht von dir und keine Tatsache. Außerdem schadet die Perfektion nicht nur deiner Zufriedenheit, sondern auch deiner Gesundheit. Es kann sogar so weit gehen, dass es zu Burnout oder Depression führt. Es geht nicht darum, nicht zu versuchen, gut zu sein. Es geht nicht darum, Mittelmaß abzuliefern. Davon gibt es schon genug. Es geht vielmehr darum, sein Bestes zu geben, 100% zu geben, aber gleichzeitig aufzupassen, dass man sich dabei nicht überfordert. Es ist vollkommen in Ordnung, etwas perfekt machen zu wollen und ehrgeizig zu sein. Entscheidend ist nur, wie du damit umgehst, wenn du dein Ziel dann doch nicht erreichst. Und nein, sich zu ändern ist alles andere als leicht. Doch wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch. Anstatt nach dem Motto, alles oder nichts zu leben, ist es doch viel schöner, sich des Öfteren zu sagen, ich mache alles so gut ich kann und ich habe Spaß dabei. Dieses Video hier ist nicht perfekt und das will ich auch gar nicht mehr. Ich möchte, dass meine Videos menschlich werden, denn nur so kann ich auch andere Menschen erreichen. Ein wenig Perfektionismus steckt in jedem von uns. Ohne ihn gäbe es weder Sicherheit, noch Fortschritt, noch Wohlstand. Doch vielen Menschen steht er oftmals im Weg. Als Perfektionist hat man es einfach nicht leicht. Viele Dinge werden durch den Gedanken, alles besser machen zu können, erschwert bis beinahe unmöglich. Ich werde wahrscheinlich nie zu dem Punkt kommen, an dem ich die Beine hochlegen werde und sage, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Es wird bestimmt nicht jeder verstehen, doch ich glaube, es gibt genügend Menschen, denen es genauso geht wie mir. Perfektion ist übrigens keine Sache der Äußerlichkeit und hat auch nichts mit Ordnung und Sauberkeit zu tun. Perfektion hat viele Facetten. Im Grunde genommen wollen wir als Perfektionisten einfach alles gut und richtig machen. Ich habe mal ganz bewusst nach Dingen gesucht, die nach meiner Ansicht nicht perfekt sind. Und dabei ist mir aufgefallen, dass oftmals das Unperfekte doch die bessere Lösung ist. Die untergehende Sonne, die man nicht sehen kann, weil Wolken davor liegen. Ja, sogar ein verschlafenes Gesicht am Morgen kann perfekt sein. Ob in der Schule oder später in der Arbeit. Du kannst nicht in allen Bereichen gut sein. Aber das zeigt doch nur wieder, wie unperfekt perfekt du bist. Vielleicht besitzt du eine Charaktereigenschaft, die du gar nicht an dir magst. Sei es Schüchternheit, Übermut oder Dominanz. Doch du solltest wissen, dass es immer Menschen geben wird, die genau das an dir perfekt finden. Auch wenn es für dich so unperfekt erscheint. Und schlussendlich geht es bei allem, was du tust. Bei allem, was du besser machen möchtest, nicht um die Perfektion, sondern um den Fortschritt.